Robert Habeck hat in einem Videostatement die Bauernproteste in die Nähe von Russland gerückt und ja, insinuiert, dass diese teils von Putin bezahlt würden. Was die Bundesregierung zu diesen wirklich abstrusen Vorwürfen Habeck sagt, das hat Florian Warbeck mal in der Bundespressekonferenz nachgefragt. Habeck hat am 8. Januar ein Videostatement zu den Bauernprotesten veröffentlicht, in dem verweist er im Kontext der Bauernproteste auf angeblich, ich zitiere, Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin finanziert werden. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welche konkreten Kampagnen bezieht er sich und welche Belege kann er vorlegen, dass diese tatsächlich von Putin finanziert werden? Ja, hier würde ich gerne auf die Worte des Ministers verweisen und die auch so für sich stehen lassen. Besser kann man es nicht sagen. Ja, Habeck behauptet das so. Also ich kann dazu jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Also eine größere Abfuhr kannst du von deinen eigenen Pressesprechern, glaube ich, nicht kriegen. Nachfrage? Jetzt gab es von verschiedensten Bauernprotesten Kritik an dieser zitierten Äußerung von Habeck mit Verweis darauf, dass werden die doch nicht von Russland bezahlt. Dass diese darauf ziele, die Bauernproteste zu delegitimieren mit dem Verweis auf Putin und die angebliche Finanzierung. Da würde mich interessieren, war das tatsächlich die Absicht des Wirtschaftsministers? Und wenn nein, was war die Intention, Putin und diese Finanzierung sprachlich ins Spiel zu bringen bei einer Äußerung bezüglich der Bauernproteste? Also der Minister hat ja immer deutlich gemacht in diesem Video und auch schon vorher, wenn es um Proteste ging, dass legitimer Protest in der Demokratie natürlich immer möglich ist und immer möglich sein muss, aber dass legitimer Protest eben dort endet, wo Gewalt ins Spiel kommt, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das war nicht die Frage. Die Frage war, inwieweit es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass diese Proteste von Putin bezahlt werden. Das hat er hier gesagt und hat es auch vorher schon betont. Insofern geht es nicht darum, Proteste generell zu delegitimieren. Und die Frage war, also wie gesagt, die erste Frage war, inwieweit gibt es Hinweise darauf? Da hat sie gesagt, okay, die Äußerungen stehen für sich. Die zweite Frage war, ja, dienten Habecks Äußerungen dazu, die Proteste zu delegitimieren? Und da jetzt darauf zu verweisen, es gibt ein Demonstrationsrecht, ja, das gibt es. Aber was hält ein Wirtschaftsminister, der irgendwelche Lügen über Proteste verbreitet, von diesem Demonstrationsrecht? Der Verweis, den Sie ihm genannt hatten, das war ein allgemeiner Verweis auf die allgemeine sozusagen Desinformationslage, die wir in Deutschland auch anderswo zur Kenntnis nehmen. Ja, und einer der größten Verbreiter von Desinformation ist, wie man an diesem Beispiel hier sehr gut sieht, die Bundesregierung, die ohne irgendwelche Belege zu haben, die Bauernproteste einfach mal in die Nähe von russischem Einfluss setzt. Aber man hat die Propaganda gerade so aufgebaut. Wenn irgendwas passiert, was man nicht will, sei es die Friedensbewegung, Corona-Proteste, was auch immer, ja, dann war es der Russe, der das alles bezahlt hat. Es hat ja schon im Kalten Krieg so gut funktioniert. Warum also nicht noch einmal ein Propaganda-Revival wagen? Naja. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Gut, dass Florian Warbeck hier nochmal nachgehakt hat.